Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir über Pulp sprechen. Pulp war in den USA vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Abgeleitet wurde der Begriff Pulp von dem Wort Pulp Paper, was so viel bedeutet wie sehr, sehr günstiges Papier. War eher dünn und war halt einfach sehr günstig zu produzieren und solche Pulp Magazine eher. Es handelt sich hier eher nicht um Bücher, es waren wirklich eher so Trash Pulp Magazines, sind halt häufig eben auf diesem Papier gedruckt worden. Deswegen sind sie aber sehr kostengünstig angeboten worden und so hat sich eben dieser Begriff etabliert. Häufig handelte es sich bei den Inhalten dieser Magazine um einzelne Geschichten von verschiedenen AutorInnen, die sehr reißerisch waren, also voller Erotik, Sex, Abenteuer und Action. Und natürlich auch voller Gewalt. Abgedeckt wurden verschiedenste Genres, sehr häufig Krimis, also Detektivgeschichten, häufig mit Privatdetektiven, die gerne einmal zugeschlagen haben, aber auch Fantasy, da jedoch eher Science Fiction, diese ganzen Weltall-Stories, häufig auch Western und natürlich auch Horror. Anders als wie hohe, wichtige Literatur, diese ganzen Klassiker, die wir heute lesen sollten, war der Stil in solchen Pulp-Magazines sehr einfach gehalten, sehr schnörkellos. Wenn da ein rotes Auto vorbeigefahren ist, dann ist geschrieben worden, es fuhr ein rotes Auto vorbei. Wenn in diesem roten Auto ein riesiger Godzilla gesessen ist und der anschließend eine Frau totgeschlagen hat, dann ist da drinnen gestanden, der Godzilla schlug die Frau tot. Also es war wirklich ein sehr einfach gehaltener Stil, der einfach klar gesagt hat, was eigentlich passiert. Der Fokus wurde einfach eher auf dramatische Wendungen, überraschende Stunt-Einlagen, auf viel Action und eben, wie vorher schon gesagt, auf sehr viel Erotik gelegt. Diese ganzen Nebeninformationen waren einfach unwichtig. Obwohl eben diese Pulp-Geschichten sehr häufig als trivial angesehen wurden, hatten sie und haben sie auch immer noch einen sehr großen Einfluss auf unsere moderne Popkultur. Viele verschiedene Filmgenres, sei es jetzt das Film Noir, über das jetzt wieder sehr gern sehr viele Menschen reden, aber natürlich auch der Horrorfilm und Superhelden-Comics haben dem Pulp-Genre sehr viel zu verdanken. Seien es einzelne AutorInnen, die sie weggestohlen haben, dazu kommen wir aber später nur mal, oder einfach ganz einfache Figuren oder Archetypen von Figuren, wie wir sie heute kennen, die Superhelden-Comics aus den Pulp-Magazinen gestohlen haben. Auch die vorher genannten Genres wie ein Western, Science Fiction und so weiter können sehr viel und haben sehr viel Inhalte aus den Pulp Magazines. Dort sind die Wurzeln dieser Genres. Warum bin ich eigentlich ständig überbelichtet? Ihr denkt euch jetzt vielleicht, okay, aber was hat dieses Pulp-Genre aus den Vereinigten Staaten jetzt mit guter deutscher Literatur zu tun? Nun ja, auch in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Bereich gab es etwas sehr Ähnliches, nämlich die Schundliteratur. Schundliteratur ist nicht 1:1 zu vergleichen mit dem Pulp, aber ich werde euch jetzt gleich erklären, warum. Pulp bezieht sich häufig auf die Art, wie diese Magazine produziert worden sind. Wie eben vorher schon gesagt, es war sehr günstiges Papier, es ist schnell produziert worden. Es ist vielleicht gar nicht ganz so viel Wert auf den Inhalt gelegt worden, sondern einfach auf die Sensation dahinter. Bei der Schundliteratur, so wie die Deutschen es gewohnt sind, geht es aber einfach um den moralischen Aspekt. Da ist auf normalem Papier gedruckt worden, das Papier, das eben zur Verfügung gestanden ist, aber es war halt nicht die gehobene Literatur, wie sich die Elite das gerne gewünscht hätte. In Deutschland, beziehungsweise eben im deutschsprachigen Raum, wurde eben diese Art der Schundliteratur sehr häufig zensiert und manchmal sogar verboten. Beide Arten der Literatur wurden eben in ihren jeweiligen Ländern, nennen wir das jetzt einfach einmal so, von der literarischen Elite als trivial und wertlos bezeichnet. Von der großen Masse wurde sie aber gelesen und das sehr gerne. Wir gehen jetzt aber wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Dort wurden die Pulp-Magazine nämlich dann langsam abgelöst. Und zwar von einem ganz anderen Genre, nämlich eben den Superhelden-Comics.
aber auch das Aufkommen von Taschenbüchern bzw. eben Paperbacks. Da gibt es so einen kleinen Unterschied. Ich habe das auf diesem Kanal, glaube ich, schon häufiger mal besprochen. Taschenbücher haben ein einheitliches Format, haben früher bei uns immer 9,99 bzw. 10,99 gekostet. Und Paperbacks sind eben die sogenannte Klappbroschüre. Natürlich habe ich es da genau eins ohne Klappe. Das war wieder so klar. Gib mir eine Klappbroschüre. Ich glaube, ich habe da einfach gar keine Klappbroschüre liegen. Eine Klappbroschüre. Paperbacks können verschieden groß sein. Das ist eben aus dem englischsprachigen Bereich rübergekommen. Aber jetzt gehen wir wieder zum Thema zurück. Dadurch, dass eben diese Paperbacks aufgekommen sind, ist auch die hohe Literatur, also eben normale Belletristik, plötzlich für den breiten Markt erschwinglich geworden. Und langsam aber sicher wurden diese Pulp-Magazine eben dadurch abgelöst. Aber auch natürlich von neuen Medien, wie zum Beispiel dem Fernsehen, wo man Trash auch heute noch sehr billig bekommt. Nun möchte ich euch aber nur ein paar AutorInnen vorstellen und ich muss sagen, für mich war es sehr interessant, weil mir die Namen häufig nichts gesagt haben. Die Figuren bzw. auch Archetypen, die von diesen Personen jedoch erschaffen wurden, kennt man, glaube ich, kennt jeder und jede von uns. So zum Beispiel Robert E. Howard. Das ist nämlich der Schöpfer von Conan dem Barbaren und der hat eben seinen Ursprung in diesen Pulp Magazines, dann in Comics und mittlerweile auch in Film und Fernsehen ein Star. Oder auch Edgar Rice Burroughs, das ist der Schöpfer von Tarzan, aber auch von dem Marsabenteurer John Carter. Dann gibt es nur den Raymond Chandler. Das war so der Urvater des bösen Privatdetektivs, beziehungsweise er ist gar nicht böse, es ist so ein harter Privatdetektiv und er war der Urvater des Ganzen. Für Deutschland habe ich jetzt eine Autorin herausgesucht, nämlich die Hedwig Kurfsmala. Ich habe keine Ahnung, warum hat die eigentlich so einen Namen, wenn die aus Deutschland kommt. Hedwig Kurfsmala. Sie hat hauptsächlich romantische, sentimentale Werke geschrieben mit so tollen Titeln wie Die Frau ohne Herz oder auch Schicksal der Liebe. Und man merkt da schon ein bisschen den Unterschied. In Amerika ist halt schon hauptsächlich eben Sex, Drugs und Drug, Sex, Gewalt und so weiter. In Deutschland war die Schundliteratur häufig einfach nur kitschiger Liebesscheiß. Entschuldigung. Wir wissen alle, ich bin eigentlich großer Fan von Liebesromanen. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt gerade einen sieht. Nein, zum Glück nicht. Ich kann es immer noch abstreiten. Die literarische Elite betrachtete natürlich auch das Werk von der Hedwig als sehr kitschig und hat es abgestempelt. Aber die Romane von ihr haben sie wirklich 100-Millionenfach verkauft. Was uns auch hier jetzt wieder zu der Frage bringt, was muss Literatur eigentlich? Ist es schlimm, wenn ich einfach nur triviales, kitschiges, vielleicht sogar obszönes lese, muss ich immer Klassiker lesen, muss es Shakespeare sein oder ist es okay, wenn ich einfach einmal im Jahr einen Stephen King lese, den Rest des Jahres ein Colin Hoover und mich einfach an trivialer Liebesliteratur erfreue. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das ist jetzt mittlerweile schon einige Jahre alt, ich werde es euch verlinken und mir wird eure Meinung sehr interessieren. Ab in die Kommentare damit. Ich denke, ich werde eben zu diesem genannten Video einmal ein Update geben, was ich heute so davon denke. Denn es hat sich ja doch gerade im New- und Young-Adult-Bereich sehr viel getan. Und ich wage jetzt einfach mal am Ende des Videos in die Runde zu werfen, dass ich das auch als sehr trivial und vielleicht sogar obszöner als so manchen Horrorroman empfinde, was dort derzeit auf dem Markt ist. Aber wie gesagt, mir wird eure Meinung sehr interessieren, schreibt es in die Kommentare, lasst gerne ein Herzchen für dieses Video da, schaut bei meinem PayPal-Link vorbei, um die Moneten sprießen zu lassen und abonniert den Kanal. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video wieder und tschüss!